Im Weltall hört euch niemand schreien. Grüße Leute, willkommen bei Alien 3 auf dem Super Nintendo. Hab ich seit Jahrtausenden nicht mehr gespielt. Hab das Spiel damals auch nicht besessen. Das heißt, ich kenne mich nicht besonders gut drin aus. Werd trotzdem mal so eine kleine Anspielsession jetzt machen und hoffen, dass ich überlebe. Übrigens nicht wundern, das ist wieder mein Reisemikrofon. Ich bin gerade wieder auf großer Reise unterwegs in Deutschland. Und da kann ich noch mein Reisemikrofon rumschleppen, weil der Rest ein bisschen zu aufwendig ist. Das heißt, wir müssen heute mit leicht gemilderter Tonqualität leben. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen und seid trotzdem mit dabei bei diesem atmosphärischen, sexy Let's Play mit Alien 3. Der Film wurde immer gemischt aufgenommen. Ich fand den damals nicht so übel, aber im Gegensatz zu Alien 2 ist er ein bisschen abgestunken. Aber wie gesagt, davon sollte man sich nicht irritieren lassen. Man kann ihn trotzdem sehr gut angucken, gerade besser als die neueren Filme, obwohl das eine Mainstream-Meinung ist. Ich habe die neueren noch nicht mal gesehen, aber ich vertraue das sehr gut auf die Meinung meiner Kumpels. Vor allem der Filmelf, der sagt, die neueren sind echter Crap. Okay, Computer, cool. Hunt or be hunted, pressure point, heat it up, power link up, crossed wires. Ich glaube, das sind mehr solche Informationen. Close the doors. Things are getting out of control. If we don't, so cruel, so bla 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 bla. Quickly, save it da, alle werden sterben. Wer die Story von Alien 3 nicht kennt. Oh, okay, man kann doch ein bisschen accept mission. Ich mache einfach mal accept mission. Muss man die alle vorher akzeptieren, bevor es weitergeht? Story von Alien 3. Wir sind auf einem Gefängnisplaneten. Normalerweise hat man da keine Waffen, aber auf jeden Fall gäbe es ein Alien. Und hier gibt es jede Menge Alien. Also es hat überhaupt nicht so richtig was mit der Story von Teil 3 zu tun. Ah, wir können auch durch Türen gehen, sehr gut. So habe ich es ungefähr auch in Erinnerung und wir müssen uns so ein bisschen durchschleichen. Und dann kleiner Facehacker. Okay. Okay, okay, okay. Wenn wir hochspringen, können wir den Flammenwerfer leider nicht mehr. Können wir auch festhalten? Ne, wir können immer nur so halb schräg machen. Aber es ist kacke. Ja, Steuerung ist noch so ein bisschen suboptimal zugegeben. Okay, wir haben auch einen Granatwerfer. Und eine Knarre. Aber ich habe das Gefühl, wir verschwenden ja zu viel Munition. Weil ich nicht mal richtig weiß. Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Oh, hier wäre eine Feststelltaste nicht schlecht. Aber hier oben schalte ich nur die Waffensysteme durch. Und, ja, schön mit dem Flammenwerfer. Ja, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ihr seht hinten auch die Gefangenen. Ach, da unten geht's lang. Sehr gut. Die rumstehen und nichts machen. Irgendwie seltsam, so habe ich den Film nicht in Erinnerung. Aber Spiel hat eine sehr atmosphärische Stimmung, wie ich finde. Runter. Dann müssen wir noch die Sprungtaste wiederfinden. Sprung. Alter. Okay, ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt hier richtig tun muss. Aber, sehen wir dann schon. Okay, ist runtergefallen, sehr gut. Alter, wie viel von den dummen Gefangenen da einfach im Hintergrund zugucken, statt sich auch eine Knarre zu beschaffen. Übrigens gab es, glaube ich, wie habe ich das schon gesagt, dass es im Film gar keine Knarren gab. Ich glaube, schönes Magazin jetzt erstmal. Ich glaube, hier können wir. Nee, ich will das. Warum kann ich dir das nicht? Hallo? Ey, ich will. Ich kann die Plattform nicht benutzen. Irgendwie diese Tafel. Also dieses Schaltpult. Aber ich kann mir die Aliens anzeigen lassen. Okay, es hilft mir alles gar nichts, merke ich gerade. Ich glaube, ich hätte den Schaltpult vorher aktivieren müssen. Aber hier ist ja alles voller Gegner. Man wird ja nur so hin und her gejagt. Aber Ripley's Energieanzeige ist wenigstens lang genug. Ich verwechsel ihn mal mit Ridley, aber das ist ja der Endboss aus Metroid. Okay, die Tür geht wenigstens auf. Wenigstens was. Oh, Alien-Eier. Auseinandernehmen, bevor sie sich vervielfältigen. Tötet es, bevor es Eier legt. Halt, ich will nicht springen. Ich muss noch ein bisschen so mit meiner Waffentechnologie mal. Die Granaten sind nicht besonders stark, wie ihr merkt. Was hätte ich gedacht, das wäre die absolute Superwaffe, dass man so ein Alien total wegsnipern kann. Nee, interessiert's gar nicht. Ich bleib die ganze Zeit geduckt, so treffe ich wenigstens die kleinen Viecher noch. Okay. Das geht wenigstens auch durch. Ich weiß aber nicht, warum die ganzen Aliens immer explodieren. Normalerweise platzen die so schön auf in einer farblich sehr schön dargestellten Säureexplosion, denn die Aliens haben ja als Eigenblut Säure, was ich auch sehr cool finde. Wir können nicht im Hintergrund hingehen. Ja, wie gesagt, das Spiel muss erstmal so ein bisschen durchsehen. Alter. Ich hoffe, ich habe ein paar Continues. Ich lasse mich gerade wieder von Aliens vernaschen. Und ich benutze jetzt einfach meinen Standardblaster, weil der doch recht effektiv wirkt, meiner Meinung nach. Und trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich weiter lang soll. Geht da Wand? Aber ich habe ja auch gar nichts dafür, dass ich die. Also ich. Die töte die Viecher hier hintereinander. Und davon hat man irgendwie nichts. Okay, kommt hier auch noch eine Plattform? Nee, man kann rüberspringen, okay. Also, sie kann ganz schön hochspringen. Ja, das ist ein weiblich. Ach, was erzähle ich euch denn? Die meisten von euch haben noch Alien gesehen. Also spare ich mir die ganzen Erklärungen und spring einfach mal. Und versuche einfach mal so viel wie möglich Aliens wegzuballern und Items aufzusammeln. Kann man da durch? Nee. Sah krass aus. Schön. Aber wenigstens lasse ich mit einem Schuss neutralisieren die Viecher. Das passt mir ziemlich gut. Man muss ja nicht so eine stundenlange Feuergefechte machen.
Außer man hat Granaten. Verstehe ich nicht, Granaten ist doch so effektiv. Und ich hoffe, wir werden auch Endboss-Fights haben, zum Beispiel gegen die Mutter, Alien-Königin. Alien-Königin ist einfach nur. Okay. Funktioniert vielleicht hier? Okay, das war ziemlich dumm, aber... Okay, hier ist der Flammenwerfer. Flamme an, Johnny! Ich weiß gar nicht, warum ich die vernichte alle, weil es hilft mir ja sowieso nicht, wenn die hier unendlos kommen. Also, das... Was ist das alles? Ich habe hier verarschen lassen. Hier geht's gar nicht lang. Das war totale Munitionsverschwendung. Und es kommen immer noch die Viecher, obwohl ich die Eier zerstört habe. Hier geht's auch nicht hin? Alter, ach, das ist noch ein Ei. Und das lässt sie jetzt warum nicht treffen? Einfach nur, wer ist oder was? Unsauber programmiert die ganze Sache. Das sind auch diese das sieht aus eher wie Goa Old als wie Aliens. Also falls jemand Stargate kennt. Ich verschwende ja nur Munition. Ich glaube, die Knarre ist nur dafür da, um gegen zu forcen, damit man nicht sofort angesprungen wird. Ach nee, oben geht's ja auch noch lang. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, ich wollte nicht meckern. Doch, wollte ich. Ich wollte unbedingt meckern. Wenn ich sagen muss, ich bin sehr vom Stil angetan. Aber irgendwie kein bisschen vom Gameplay. Ja, no! Oh Gott, nein. Ernsthaft? Den ganzen Weg nochmal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade gar nicht angetan. Egal. Ich soll nicht so viel meckern, sondern lieber meinen Fehler wieder gut machen und euch zeigen, wie es da oben lang geht. Wahrscheinlich wieder an so eine Stelle, wo es eh nicht weitergeht. Okay, das war nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, aber die Viecher abknallen macht irgendwie Spaß. Also wie im Film quasi. Wenn die platzen, das gibt schon ein bisschen Impact. Obwohl die Gefährlichkeit der Aliens quasi gar nicht drüber kommt. Das Alien Isolation. Was hier ist das? Es hieß doch Alien Isolation, oder? Isolation, ist egal. Ihr wisst, welches ich meine, das neuere Alien-Spiel. Da war ja das Gefühl, dass das Alien mächtig ist, doch sehr da. Hier fühlt es sich an, als wären es einfach nur lästige kleine Kanonenfutterspasten. Und man kriegt ja nicht mal eine Punkteanzeige oder nicht mal Leben dafür. Es lohnt sich nicht mal, die umzulegen. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Wie gesagt, nein! Ernsthaft jetzt? Was war das denn? Ich wollte rüberspringen, mich nicht fallen lassen. Ah. Okay. Aber was ich auf jeden Fall schön finde, dass dieses Pulsgewehr geil umgesetzt ist, dieses Geräusch, das passt super zum Spiel und beziehungsweise zum Alien-Universum. Weil es auch genauso klingt, die Knarre. Und ich fand die damals schon geil. Ist einer der besten Filmknarren, die man sich vorstellen kann. Und die ich kenne. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wo mich die ganze Sache hinführt. Einfach nur höher. Ja, einfach nur... Willst du mich verarschen? Den ganzen Weg hierhin? Hä? Das kann doch jetzt nicht angehen. Und es geht nicht im Hintergrund weiter. Kann ich hier die Ketten hochklappen? Das ist doch scheiße. Warum habe ich denn diesen Umweg jetzt erst gemacht? Okay, wieder runter. Oh, Leute. Das ist nicht schön. Wenn man nichts davon hat, dass man hier cool alles erforscht. Und... Hallo? Liebe Tür? Tür? Jetzt geht die Tür auf. Wahrscheinlich müssen erst die Aliens degradiert werden. Und hier sind wieder unsere glotzenden Gefangenen, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag mir zuzugucken. Ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung. Das ist Magazin wieder. Also die Munition wächst quasi nach, teilweise. Oh Gott. Man kann sich halt die Munition wiederholen. Das ist schon mal... Oh, Alter, wenn ich überall reinlatschen würde. Die Viecher sind aber auch manchmal recht schwer zu treffen, muss ich sagen. Das Pulsgewehr macht nicht immer das, was es soll. Aber wir haben noch genug Schuss. Kann ich mich noch ein bisschen durchforcen. Bam. Jetzt kann ich durch. Ist das Ladezeiten? Ernsthaft? Wow. Okay. Ich gehe mal die erste Tür rein, die ich finde. Okay, das Vieh kam jetzt nicht zu mir. Oder gehe ich erstmal in den Schacht runter? Es ist an sich ganz nett, ne? Also so ein paar Missionsziele zu haben und alles zu erkunden. Aber sowas hier, dass man die nicht wirklich trifft, das finde ich eher ein bisschen schade. Manchmal zerplatzen sie schon bei einem einzigen Schuss. Bumm. Treffe ich mich damit selber? Nein! Okay. Nur mal, um das auch festzustellen. Nein, falsche Taste. Hat aber nicht viel ausgemacht. Geht's jetzt hier durch? Das ist echt Ladezeit. Ich fasse es nicht. Tür auf! Komm schon! Ne, ich glaube, die Tür... Die Tür ist zu. Ich wollte sie noch aufsprengen, noch aufschießen und so weiter. Das ist echt kein gutes Spiel, muss ich sagen. Ne? Ich habe es besser in Erinnerung gehabt. Ich habe es mit meinem Kumpel ein paar Minuten angespielt und da war es Alien Killen sehr interessant und lustig. Oh, ein größeres Alien. Wir machen ein bisschen Feuer am Arsch. Aber jetzt momentan merke ich, dass es doch so seine Schwächen hat. Und nicht nur ein paar. Es ist halt sehr dröges Gameplay. Auch wenn man hier schön nochmal eine Erdbebenexplosion erwischt, wenn man so einen Riesen-Alien wegfetzt. Okay, ich gehe mal lieber weiter, bevor es von hinten kommt. Nein. Es ist doch schon teilweise sehr fummelig.
die Viecher umzulegen. Ja, wir haben noch 23% Energie. Aber sag mal, wie viele Facehacker laufen hier durch die Gegend? Jetzt mal ganz ehrlich. Das geht doch nicht an. Okay, ich brauche die ja nicht alle töten. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Gang reingehe. Andere Konsole? Ne, ist dieselbe Konsole. Ich bin sehr, sehr verwirrt von dem, was hier gerade passiert. Examite Blueprints? Prepare Speed to enter die. Was zur Hölle? Okay, da kriege ich Energie. So kann ich mir die Karte angucken. Yeah. Medic Bay. Okay, Zellenblock. Terminal. Vielleicht Meaning Arena 2. Noch ein Terminal. Hier haben wir Backwash, Assembly Hall. Ah, und hier haben wir die Eier. Die strahlen immer alles aus. Okay. Das heißt, ich bin momentan hier. Okay, was haben wir denn hier? Oh, ein Gefangener. Irgendein Gefangener. Trapped Prisoner. Okay. Dann gehen wir erst den Trapped Prisoner holen. Laufen dann wieder zurück in den obersten Gang und holen uns den Scheiß. Okay. Press Y to escape. Ja, ich drück doch Y. So. Okay, okay, wir haben jetzt einen Plan. Das ist wenigstens mal was. Okay. Wir gehen jetzt in die Richtung und helfen jetzt den Gefangenen. Mit unseren 23% Energie. Ja! Müssen wir irgendwann mit dem das noch machen? Gibt uns die Energie wieder? Nee, okay. Okay, der löst sich einfach nur. Oh, wir haben Facehugger. Warum jetzt ein Facehugger? Ich hab. Wurde er gerade getötet? Ist der einfach nur aufgeplatzt? Ach, ich muss hier hochspringen, okay. Wir wissen jetzt, wo es Energie gibt und die möchte ich mir gerne holen. Bevor ich hier verrecke. Das macht es gerade wieder spannend. Mistvieh. Okay, unser Flammenwerfer hat auch nicht mehr so viel Energie, aber ich bin jetzt mal auf Flammenwerfer übergegangen. Der ist irgendwie besser als die Knarre. Auch wenn kürzere Reichweite bei Flammenwerfer. Aber dann brauche ich nicht links nach oben und nach unten gucken und so weiter. Ja, Flammenwerfer wieder voll und wir haben volle Energie. So, und jetzt wollte ich oben hingehen zum Terminal. Zum Medic Bay. Oder zu den Alien-Eiern. Irgendwas wollte ich abknallen. Wo waren jetzt die Alien-Eier? Die waren hier drüben, oder? Ich gehe immer noch im Duck Jump. Jawohl. Okay, eins. Ah, jetzt macht es langsam Sinn. Okay, jetzt müssen die Alien-Eier weg sein. Und das eine davon müsste mich jetzt... ich gehe erstmal durch die Tür. Das war, glaube ich, nicht das Medic Bay. Das war weiter unten, aber... Nee, hier ist weiter schon so ein Prison Block. Da möchte ich gar nicht hin. Ladezeit. Immer, mach die Tür auf, bitte. Komm schon. Komm schon, mach die Tür auf, bitte. Ach, bitte. Ach. Muss ich jetzt erst einen Prozentsatz Aliens umbringen? Muss ich springen drücken? Ich komme durch die Tür nicht mehr. Das ist ein Scheiß. Ich weiß nicht wieso, ob es an der ROM liegt, ob es im Spiel liegt oder was am wahrscheinlichsten ist, an mir liegt. So, jetzt gehe ich mal zurück zu dieser Tür. Mach die scheiß Tür auf. Tu es. Das ist doch... Leute, jetzt mal ehrlich. Ich mache doch nichts anderes als vorher auch. Ich will zu diesem Medic Bay. Oder ich will hier durch die hintere Tür. Oder durchs Terminal. Was kann dieses Terminal? Das kann mir vielleicht nochmal die Karte zeigen. Review Mission. Things are getting out of control. Okay, jetzt haben wir den gleichen Scheiß nochmal. If you don't secure Alien Corridor 1 quickly. Okay, das ist zwar mal eine richtige Mission. Wir sollen den ersten Alien Corridor sichern. Press any button, habe ich gerade gemacht. Aber extern Blueprints. Ich will mich trotzdem noch ein bisschen umgucken. Das ist Terminal. Alien Corridor 1. Okay, da sind wir noch richtig. Da wollen wir doch hin. Das sieht so richtig geil. Okay, ich muss sagen, jetzt wird es langsam besser. Jetzt möchte ich nicht so viel meckern. Ich will erstmal sehen, was passiert. Aber wahrscheinlich habe ich das schon wie früher mal falsch gemacht, dass ich einfach nur in die Gegend rumgestromert bin. Ach, Tür. Tür. Mann, Alien, halt's mal. Tür. Okay, das ist wirklich so eine Art Ladezeit oder... Oh. Okay, ich ging so rein und komme so wieder raus. Das ist sehr verwirrend, aber egal. Hier auf die Details zu achten. Oh, ich habe da geschossen. Okay, ich bewege mich immer schneller vor. Sonst gibt es hier nur Stress, wenn ich mich nicht schnell fortbewege. Bewege meine ich natürlich auch. Wie frech nervös. Alter. Willst du mich verarschen? Ich benutze es wieder im Flammenwerfer. Ohne Scheiß. Der ist dreimal zuverlässiger. Und ich habe noch volle Flammenwerfer. Aber ich habe noch 25% Energie. 23 sogar noch. Okay. Alien 1 gesichert. Und die Tür ging sogar mal schnell auf. Kann ich hier hochspringen? Nee. Ich hätte gerne die Energie, muss ich zugeben. Okay, das sind noch Granaten-Rounds. Och nee, da war tatsächlich nur ein Vieh. Aber wir haben ja festgestellt, dass die Granaten echt scheiße sind.
Deswegen freue ich mich da gerade gar nicht mal so. Will über die Energie kriegen, Magazin, Magazin. Es gibt gar keine Energie. Warum bin ich hierher gegangen? Um hier Munition zu kriegen. Warum? Hier gibt's nichts weiter. Ripley, was ist das für eine Scheiße? Jetzt habe ich den 1 secured. Also ich habe hier alles gemacht und... Oh, war's das jetzt ehrlich? Oder muss ich hier noch irgendwas tun? Ich glaub's fast nicht. Muss ich hier vielleicht noch Alien-Eier zerstören? Ich sehe aber keine. Kommt hier überhaupt noch ein Alien? Oder ist der... Ja, hier kommt noch Alien. Ich habe gehofft... Okay. Ja, Leute, das ist jetzt... Das ist jetzt irgendwie, ne? Jetzt kommt sich von diesen Viechern. Kann ich vielleicht auch so? Ja, das bringt bloß nichts. Und die ganze Deko hier kann ich auch nicht abfackeln. Ich muss auf die Medi-Station. Muss ich ja vielleicht irgendwas machen? Eine Bombe zünden drinne oder den ganzen Planeten sprengen? Ich weiß es nicht. Okay, Mini-Alien getötet. Noch eins. Das Problem ist, dass ich hier bald verrecke, wenn das so weitergeht. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock nochmal von vorne anzufangen, weil irgendwie kurzzeitig hat das Spiel mal aufgeglänzt und hat mir gesagt, okay, du machst Spaß. Hier ist die Medic-Station. Ich glaube, ich habe so ein Gedächtnis. Ja, das sieht aus, da oben jede Menge Energie, Leute. Das ist das, was wir brauchen. Und wir sind sogar schon da. Ja! 27, 47, 67, 87. Okay. Und wieder ein bisschen was verschwenden. Hey, ich habe nicht keinen Bock, Treppen zu steigen. Ich müsste vielleicht mehr von den Alien-Eiern zerstören oder so. Okay, ich muss da lang. Ich muss springen. Ich muss wieder über alles rüberspringen. Keine Ahnung, warum sie diese tolle Medizinstation so gebaut haben, dass da nur Leute mit athletischen Skills, die sich nicht das Bein gebrochen haben oder irgendeine Krankheit haben, rüberspringen können. Solche 3-Meter-Jumps aus dem Stehgreif. Einfach so. So wie sie es macht. Okay. Kann man hier mit der Schatulle irgendwas anfangen? Nee. Ich habe halt nochmal Energie aufgenommen. Ich denke, das hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, die ist für später. Aber ich habe eine Mission jetzt gemacht. Ich war in diesem scheiß Gang. Habe den quasi abgearbeitet. Kann euch dafür, dass es nicht funktioniert hat, immer noch über Aliens sind. Meine Fresse. Ja, würden die jetzt mal aufhören, hier zu kommen? Alter. Ihr habt nicht mehr irgendwie einen Frogger, wo man irgendwo langlaufen muss und 1000 Gegner kommen und wollen mich quasi killen. Und du willst einfach nur über die scheiß Straße laufen. Kennt noch jemand Frogger? Es ist auch so ein uralt Game wie Space Invaders in Tetris, also werden wahrscheinlich nicht mehr so viele von euch kennen. Gerade die des jüngeren Publikums werden sagen, was will denn der jetzt? Okay, das müsste jetzt wieder ein Zellblock sein. Ich gehe jetzt gerade nur noch random durch die Gegend und versuche irgendwie Alien-Eier oder Munition zu finden und zu töten und zu looten und zu leveln. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das mag jetzt nicht die kreativste Lösung von allen sein, aber was soll ich sonst tun? Warte mal, ich habe ja noch schön frühe Pistolenmunition. Alter. Was zum Henker. Jetzt muss ich hier schon auf Alien Sabber Rücksicht nehmen, ja? Die irgendwo runterhängt. Irgendwelche Drecksäure. Ach man, Spiel, du machst es mir gerade nicht leicht, dich zu mögen. Das war klar. Hätte ich die Leiter genommen. Hier führt nämlich auch nach unten. Warum tragen diese Würmer mehr Treffer als ein kleiner Facehugger? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wird es die erste Alien-Stufe schon. Das stimmt, das erste kam mit die Facehugger. Dann kommen ja die Viecher raus. Okay, wir klettern einfach immer höher. Ich sehe da gerade den Sinn nicht drin, aber ich mach's einfach. Oh, Plattform. Oh, runterfallen. Oh, was Süßes. Nochmal hoch, bitte. Ripley, mach's für uns. Zeig uns, was da oben ist. Sehr gut. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wieder rüberhüpfen. Also munitionstechnisch werden wir eigentlich recht gut versorgt, aber ich weiß nicht, ob dann auf der Medi-Station das Zeug wieder da liegt oder ob das dann auf einmal weg ist. Also, nachdem ich es ja schon mal aufgesammelt hatte... Oh Gott, hier oben gibt es wieder nichts. Was ist denn das für eine Scheiße? Oder hat das was mit der Missionsstruktur zu tun? Oh, du räudiges, kleines Riesenschlingvieh. Ja, das war's hierfür, ne? Ich denke mal, es wird was mit der Missionsstruktur zu tun haben, die wir gerade nicht erfüllen. Aber ey, ich habe doch diesen scheiß Gang 1 gemacht. Da gab's doch nichts. Was soll ich denn... Leute, was soll ich denn noch machen? Jetzt mal ehrlich, ohne Scheiß. Meckern machen wir kurz eine Runde. Meckern tut gut bei Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Davon wären sie nicht besser, aber man fühlt sich besser. Oh, Alter, das habe ich nicht gesehen. Oh Mann, aber ich bin jetzt gerade auch unmotiviert, das muss ich ehrlich sagen. Ich will einfach nur irgendwas noch erleben, was dieses Spiel irgendwie begründet, dass ich vorankomme. Ich weiß, Missionsstruktur richtig durchlesen würde sicherlich helfen, aber ja, wir probieren es mal. Aber ich sehe mal, solche Spiele müssen vielleicht auch mal, also richtige Spiele funktionieren auch ohne sowas. Review Mission Korridor 12.
Control, if we don't secure Alien Corridor 1 quickly. They're able to totally control the set. Okay. But if we seal this door with the torch. Okay. Okay. Their movement will be limited. Okay, jetzt ist, das klingt ja gut. Wir müssen das also mit einer Fackel verschließen, aber wo. Okay. Ich will das, ich gehe jetzt nochmal dahin. Oh. Y. Ich gehe jetzt nochmal dahin und ich habe keine Torch. Ich habe keine Ahnung. Wo habe ich denn sowas im Menü? Ich habe einen Alien Scope. Soll ich mir einen Flammenwerfer zuspeisen oder was? Ich raff's nicht. Ich gehe jetzt nochmal dahin, obwohl ich keine Torch habe, oder? Ich muss da irgendwas besonders drücken. Vielleicht steht deswegen immer das Tor so lange da oder die Tür, wenn man noch irgendwas drücken muss, dass man das richtig macht. Dass man die Wahl hat zwischen aufmachen und verschließen. Das kann sogar durchaus sein. Okay, wir gehen jetzt nochmal gucken. Nehmen unseren ganzen Mut zusammen und werden versuchen, diese Tür zu verschließen. Diese hier, oder? Nee, die andere da. Okay. Nochmal schön durchlaufen. Bam. Sollte das jetzt nicht funktionieren, Leute, ganz ehrlich, dann höre ich erstmal auf zu zocken. Dann raff ich das Game einfach nicht. Dann ist es halt. Oh, so. Kann man ja auch nichts machen, ne? Man ist ja auch nicht immer der Beste. Das will ich eigentlich nie, aber ihr wisst, was ich meine. 62. Okay, die machen echt nur 4 Schaden, ne? So, wie kann ich die Scheiße jetzt voll. Okay. Wie kann ich? Flammenwerfer? Okay, jetzt mal eine Granate. Das sieht ja interessant aus. Darf ich jetzt mal? Ripley. Jetzt nutze deine Fackel, wo immer du die auch in deiner Hose. Okay, das war nur. Okay. Ich raff's nicht, ne? Oh, da macht sie doch was. Habt ihr gesehen? Die hat was. Nein, komm wieder zurück! Die hat gerade was gemacht! Okay, ich geh nochmal hier die Nachschubmunition holen, nachdem ich so viel verbraucht habe. Aber sie hat irgendwas gemacht, ihr habt's doch auch gesehen. Das war auch jetzt kein Irrtum. Sie hat irgendwie was aus der Tasche rausgeholt. Ich weiß bloß die Tastenkombination nicht, weil ich mal wieder verdammt nochmal die Anleitung nicht habe. Dann kann ich diese Dreckstür zuspeisen. Okay, wir probieren es nochmal. Wir probieren einfach alles. Wenn die Tür aufgeht. Das ist es nicht. Okay, ich will jetzt aber ja nur die Tür durch. Ich verballer hier alles. Aber es sah doch immer so kurz aus, als muss was schweißen. Leck mich fett. Und die Tür geht jetzt wieder nicht auf. Okay. Hinhocken. Dieses Springen. Select ist den Radar rausholen. Das ist pausieren. Ne, das sah aus wie Schweißen bei mir. Oder Leute, ich lasse es. Ich weiß nicht, wie es geht. Wenn jemand das Ding von euch gespielt hat, dann erklärt es mir doch bitte mal. Ich raff's gerade nicht. Ich mache hier so ein bisschen noch Granatenparty. Bam, 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 bam. Ist Neujahr, Leute. Neujahr. Bam, bam, bam. Okay, damit möchte ich mich für heute verabschieden. Schade, dass es ein bisschen so fehlmäßig losging. Aber so geht Ripley richtig ab. Bam, 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 bam. Alles wird umgebracht. Getötet. Flammenwerfer auch nochmal. An sich hat das Spiel gute Ansätze, aber es ist halt irgendwie, naja, okay. Will mich jetzt nicht auslassen, ich bin mal gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt oder ob ich mich einfach mit super brasslich angestellt habe. Daher danke ich erstmal fürs Reinschauen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis die Tage und Granatenparty! Ciao, Granatenparty? Keine Granaten mehr, ist das peinlich. Doch jetzt, Granatenparty, ich drehe völlig durch. Ciao, Leute.